Das erste Samstagabend-Topspiel für den F2 München steht an. An diesem Samstag geht es zu Holstein Kiel. Und in diesem Video werden wir uns zusammen die Pressekonferenz anschauen mit Vincent Kompany, mit Christoph Freund. Und dazu, Freunde, bin ich natürlich auch wieder live am kommenden Samstagabend. Ab 17:30 Uhr wird das Ganze dann beginnen. Ich hoffe, ihr habt schon genauso viel Bock darauf, wie ich es habe. Ich freue mich richtig darauf, dass halt endlich nach dieser Länderspielpause, auch wenn Länderspielpausen natürlich inzwischen nicht mehr so schlimm sind, dass jetzt endlich wieder ja, Bundesliga ist. Hier haben wir den ganzen Stream. Samstag geht's los. 17:30 Uhr, wie immer, eine Stunde vor Anpfiff. Würde mich sehr freuen, Freunde, wenn ihr alle da mal einen Daumen oben da lasst, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich die Benachrichtigung aktiviert, um am Start zu sein. Ihr werdet nach diesem Video natürlich darauf weitergeleitet. Und keine Sorge, es wird heute auch noch ein Aufstellungsvideo kommen. Also heute, wenn ihr es am Freitag seht, das wird auch noch kommen. Und ich würde sagen, lasst uns einfach mal direkt reinstarten. Der FC Bayern macht sich heute auf den Weg in den hohen Norden zum Samstagabendspiel bei Holstein Kiel. Willkommen. Und das Ganze heute übrigens, Chat, am Geburtstag von Thomas Müller. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Zur üblichen Medienrunde mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany und dem Sportdirektor Christoph Freund. So. Und vielen Fragen von euch natürlich, gehe ich von aus, bin ich sicher, ganz bestimmt. Torben Hoffmann wahrscheinlich als erster, ja. Torben Hoffmann für Sky. Hallo. Ja. Hallo, guten Morgen. Erstmal die Frage an den Coach. Kader, wenn ich das gestern richtig beobachtet habe, sieht ganz gut aus. Alle Nationalspieler gesund, yes, bis auf die Langzeitverletzten, alle mit dabei. Wie kompliziert ist es für dich, da auch die richtige Startelf zu finden? Gerade wenn man sieht, im defensiven Mittelfeld aus 3 macht 2 Pavlovic, Kimmich oder Palinja. Und auch die Frage, wie steht es um Leroy Sané? Ja. Ist er wieder bereit und fit, von Beginn an aufzulaufen? Ja, die Entscheidung ist eigentlich nicht so schwer, weil wir haben viele Spiele. Das heißt, dass ich schon überzeugt bin, dass jeder auch eine Chance bekommt und dass jeder gebraucht wird. Aber letztendlich ist es gut für uns, dass die Kader fit ist, außen die Spiele, dass sie wissen, die schon lange aus sind. Ja, jetzt kommt sie diese Woche mit 3 Spielen und wir freuen uns auf die wichtigen Spiele. Ja. Plus eins, freue mich auch drauf. Es sind natürlich jetzt, wir haben heute, beziehungsweise heute am Samstag, haben wir eben das Spiel gegen Kiel. Dann geht es unter der Woche am Dienstag ja schon, ich glaube, ist es Dynamo Zagreb? Ich meine, es ist Dynamo Zagreb, gegen die wir dann in der Champions League antreten. Und dann am kommenden Samstag auch schon wieder Werder Bremen. Jo, Bayern, Zagreb, dann wieder Werder Bremen. Dann ist eine Woche Pause, dann geht es gegen Leverkusen. Und dann geht es hier weiter mit den englischen Wochen. Also es ist ein sehr, sehr harter Terminkalender, Freunde. Ich bin natürlich bei allen Spielen live, auch bei diesen beiden. Obwohl ich im Urlaub bin nächste Woche in Barcelona, gegen die es dann ja auch hier geht am 23.10. Obwohl ich im Urlaub bin, werde ich trotzdem Dienstagabend streamen, werde ich Samstagnachmittag streamen für euch. Ich habe mir extra noch ein paar Sachen bestellt. Sofern das Einzige, was mir einen Strich durch die Rechnung machen könnte, da klopfen wir mal auf Holz, das wäre das Internet. Aber auch das wird hoffentlich klappen. Und ja, weiter im Text. Palinja wird seine Einsatzzeiten bekommen, Leute. Chill, das ist der Anfang der Saison. Wir haben bald nur noch englische Wochen. Englische Woche auf englische Woche auf englische Woche. Der Mann wird spielen. Der ist theoretisch bereit, auch in der Startelf zu spielen. Ja, ja. Leroy ist dabei. Wow! Leroy ist dabei. Auf die, auf die wichtigen Spiele. Auch bereit. Der theoretisch bereit, auch in der Startelf zu spielen. Ja, ja, Leroy ist dabei. Ja! Ja! Leroy Sané ist wieder dabei. Let's go! Ich glaube, es gibt viele, viele, die jetzt gerade in den Kommentaren gar nicht so reagieren wie ich, aber ich freue mich so sehr. Ich finde den Mann so cool. Ich bin so froh, dass er dabei ist. Ich habe ja, war ja die Tage beim Training und da habe ich das ganze Ding hier gefilmt. Und da sehen wir, das hier ist gerade im Zentrum Leroy Sané, der da eben diese Übung macht. Und ich fand, da wirkte er wirkte da noch so ein bisschen schwerfällig, wie er das jetzt hier irgendwie macht. Gerade irgendwie dann, ja, der Schritt nach vorne, das wirkte nicht so ganz schön, aber vielleicht ne, muss er erstmal reinkommen, vielleicht hat das auch noch natürlich nicht 100%. Die werden mehr wissen als ich, ne? Checkt übrigens, by the way, natürlich sehr, sehr gerne meinen Twitter ab mal. Aber Sané ist dabei, finde ich sehr cool. Nächster Stefan Kumberger für Sport 1 daneben. Ja, hallo in die Runde. Herr Freund, Sie haben jetzt Leroy Sané ein bisschen länger erlebt als der Trainer. Haben auch Ihre seine Schwere? Das glaube ich nicht. Ich kenne Sie so lange. Ach, ja, stimmt. Die kennen sich ja noch von City, die beiden. Ja. Nein, aber ich meine jetzt die Bayern. Ja. Aber was für eine sympathische Reaktion war das bitte gerade von Vincent Kompany? Haben auch Ihre...
Jetzt der Leroy Sané ein bisschen Sie länger. Sie kennen schon ein bisschen länger und jetzt achten Sie auf Kompany. Haben auch ihre glaube ich nicht. Ich kenne Sie so lange geil. Zusammen gespielt. Geil. Ja, klar. Nein, aber ich meine jetzt die letzte Rückrunde bei Bayern, da hat er ja seine schwere Zeit gehabt, bei Manchester lief es ja. Da erlebt, wie er mit diesen immer neuen Verletzungen und auch mit dieser großen Verletzung umgegangen ist. Und das unterscheidet seine Stimmung jetzt. Ja, ich war ja die ganze Saison dann dabei, also er hat eine richtig, richtig gute Hinrunde gespielt, war richtig stark unterwegs, hat viele Scorerpunkte gemacht und im Frühjahr war es dann einfach so, dass er immer wieder mit Verletzungen Themen hatte und Schmerzen hatte, auch keinen richtigen Rhythmus mehr hatte im Training und es war natürlich ein Thema, er hat sich dann durchgekämpft, muss man wirklich sagen, er hat wirklich auf die Zähne gebissen und immer wieder versucht, der Mannschaft zu helfen, aber natürlich, wenn man immer wieder Schmerzen hat und nicht so im Rhythmus ist, auch im Trainingsrhythmus ist es schwieriger, aber er hat es bis zum Schluss durchgezogen und ich habe ihn da als richtigen Kämpfer kennengelernt, der unbedingt immer wieder spielen wollte und sich durchbeißen wollte. Aber das Schöne ist jetzt einfach, dass er schmerzfrei ist. Er hat sich jetzt auch die Zeit genommen. Das war jetzt ganz, ganz wichtig, dass er einfach einmal wieder sich richtig aufs Training auch konzentrieren kann. Und ja, wir freuen uns jetzt wirklich, dass er wieder dabei ist und ja, richtig fit ist. Also ich muss auch sagen, ihr wisst es ja, oder generell, ich weiß es, ihr wisst es, wahrscheinlich auch die aktiven Zuschauer, ich bin ein Riesenfan von Sané, einer meiner liebsten Spieler beim FC Bayern München. Ich feiere den Kerl unfassbar. Ich weiß aber auch wiederum genauso sehr, dass sehr, sehr viele von euch Leroy Sané immer noch und auch immer sehr kritisch gegenüberstehen. Auch zum Anfang der letzten Saison, als er wirklich abgeliefert hat, da waren wirklich viele sehr, sehr kritisch. Sané hat jetzt seine ersten 4 Jahre in München eben absolviert. 2020, 21, 22, 23, 23, 24, so. Sind Sanés Jahre bisher. Letzte Saison 42 Einsätze gehabt, 22 Scorer in diesen Einsätzen gehabt. 24 Spiele über die vollen 90 Minuten gemacht, fast immer, das ist auch krass, bei dem Großteil seiner Spiele wirklich von Anfang an gespielt, über 3000 Minuten gehabt, natürlich ein sehr wichtiges Tor gegen Real Madrid geschossen, im Halbfinale, im Hinspiel in der Allianz Arena, das war sehr, sehr stark, ansonsten auch eher natürlich schwache und starke Leistungen gehabt, das ist klar, Anfang der Saison war Weltklasse, da kann mir keiner was erzählen, da hat er zu den besten Flügelspielern der Welt gehört und auch da kontroverse These, vielleicht war er zum Anfang der Saison sogar der beste Flügelspieler der Welt. Der Sané am Anfang der Saison war unaufhaltbar. Jetzt hat er natürlich Verletzungen zu kämpfen gehabt. Der Freund hat es gerade gesagt. Er war nicht immer im Rhythmus am Ende. Gerade am Ende der Saison war er in gar keinem Rhythmus mehr. Hat dann teilweise diese Bundesligaspiele pausiert zwischen den Champions League-Spielen gegen Arsenal und Real Madrid. Hat dann nur noch in der Champions League gespielt. Keine Bundesliga mehr, kaum ein Training. Das war ja wirklich letzte Rille auch bei der EM. Immer noch die Probleme gehabt. Jetzt lange auskuriert. Ne? Und ich hoffe einfach, dass wir Leroy Sané in Topform sehen werden. Ich freue mich sehr, den Mann endlich zu sehen, wie er hier in seinem Langarm-Trikot auflaufen wird. Mr. Leroy Sané. Ich freue mich sehr darauf, dass der Mann einfach endlich wieder da ist. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Nächster Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Ja, wie sehr freuen Sie sich beide, Frage an beide, dass Sie Jamal Musiala haben. Yes. Und es gab ja jetzt die letzten 24 Stunden ein bisschen Wirbel um die Kritik von Didi Hamann. Was sagen Sie zu diesen Worten? Er hat ja Musiala recht deutlich kritisiert, was uns alle, glaube ich, ein bisschen verwundert hat. Jo, also ich habe, Freunde, für die, die es nicht vielleicht nicht mitbekommen haben, ich habe das ganze Ding gestern einmal runtergebrochen, einmal erklärt. Didi Hamann kritisiert Musiala scharf. Musiala ist ein Alleinunterhalter, FC Bayern, warte, steht's hier noch? Steht ja nicht. FC Bayern reagiert sauer. Also Didi Hamann wirklich mit fetter Kritik in Richtung Jamal Musiala, die ich nicht wirklich verstehe. Und die viele nicht wirklich verstehen, deswegen checkt das gerne nach diesem Video noch ab, wenn das Aufstellungsvideo noch nicht da ist, das hier mit dem Alleinunterhalter und nehmt euch die halbe Stunde Zeit und checkt euch auch gerne meine Bundesliga-Tipps ab, würde mich sehr freuen, also jetzt bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. Ja, wir als FC Bayern München sind einfach extrem happy und extrem glücklich, so einen Spieler bei uns zu haben. Jamal Musiala ist ein Weltklasse-Spieler, ein außergewöhnlicher Spieler. Ich glaube, Jamal ist ein Spieler, für den die Leute auch ins Stadion gehen. Einfach seine Art und Weise, ja, wie er Fußball spielt, gibt es nicht so oft. Er kann Spiele entscheiden. Er ist ein absoluter Teamplayer auch. Arbeitet fürs Team. Da hast du es, da hat das dem Didi aber gezeigt. Ein absoluter Teamplayer. Im Training ist er richtiger Profi, er will sich immer verbessern. Er kann einer der besten Spieler der Welt werden. Und wir sind sehr, sehr froh, dass er bei Bayern München ist. Und auch Deutschland, glaube ich, kann sehr, sehr froh sein, ja, so einen Spieler zu haben. Er hat eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt, jetzt auch diese Spiele wieder. War ja nicht umsonst auch im Team des Turniers bei der EM, ne? Ungarn und gegen Holland, der Jamal ist einfach,
ja, richtig außergewöhnlicher Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Warum er dann kritisiert wird, wer so eine Meinung hat, finde ich ein bisschen absurd. Weit hergeholt auch. Ich glaube, in anderen Ländern, ich bin ja kein Deutscher, aber in anderen Ländern würden so junge Spieler mit so einem Potenzial und solche Fähigkeiten einfach hochgelobt und man ist dankbar, dass man solche Spieler hat. Ja. Soll ich euch mal kurz, ne? In anderen Ländern werden junge Spieler, die Potenzial haben, hochgelobt von ihren eigenen Fans, ne? Bis zum geht nicht mehr. Ich wollte es nur, ne? Es gibt sowas. Und dann gibt's Leute, die einen 21 Jahre alten Jamal Musiala halten und ihm vorwerfen, dass er kein Teamspieler ist. Ein Spiel, nachdem er drei Vorlagen für seine Teamkollegen. Der Mann ist 21 Jahre alt, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Gute Worte. Für so ein Land, der ist noch so jung, hat auch schon so viele Länderspiele am Buckel, wird die nächsten Jahrzehnte prägen für Deutschland Jahren. Und hoffentlich auch für Bayern. Und der hat noch im Optimalfall 14 Jahre Nationalmannschaft vor sich, ne? Der wird noch ewig für den DFB spielen, Jamal Musiala, ne? Wenn natürlich alles gut läuft, aber es gibt aktuell keinen Grund, warum nicht alles gut laufen sollte, ne? Und dann wird der auch in die Richtung der DFB-Rekorde gehen. Ja, kann ich nur für Bayern München sprechen, dass wir sehr, sehr froh sind, so einen Spieler bei uns zu haben. Ja, also ich habe schon der eine oder der andere Top-Spieler miterlebt und Jamal soll einfach nichts ändern. Weitermachen. Ja, und ja. Und das hört man gerne vom immer, Coach. Das hört man auch sehr gerne. So ein Spieler, wie Christoph gesagt hat, kann das Ziel haben, einer der drei oder vier besten Spieler in der Welt zu sein. Und, aber weiter geht's. Jetzt nächstes Spiel. Ich freue mich schon, dass er wieder bei uns ist. Und also ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir freuen uns. So sieht's aus. Und eins dahinter, Vince Schirpke für TZ und Merkur. Ja, guten Tag. Eine Frage an Christoph Freund. Können Sie beschreiben, was das Vorgehen für die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala jetzt wird's heiß. Ist, dass es da einen Zeitplan gibt? Und eine anschließende Frage. Glauben Sie, dass es für Spieler in der Bundesliga schwieriger ist, den Ballon d'Or zu gewinnen, als beispielsweise in der Premier League oder der spanischen Liga? Ja, Zeitplan. Wir sind mit Jamal immer im Austausch. Natürlich, wir wollen den Vertrag verlängern. Wir wollen, dass Jamal ganz lange bei Bayern München spielt. Das hat auch unser Präsident und auch der Max schon gesagt, dass das ganz eine wichtige Personale für die Zukunft auch ist. Und ja, natürlich gibt es da Gespräche. Und wir hoffen auch, dass wir die positiv zum Abschluss bringen können. Aber wir haben da keinen Zeitplan oder Zeitdruck. Jamal hat jetzt auch noch knapp 2 Jahre Vertrag. Aber natürlich ist unser Ziel, dass er sehr, sehr langfristig bei Bayern München Spieler bleibt und da eine Ära mitprägen kann, hoffentlich. Das kann ich nicht richtig sagen, ob das schwieriger ist oder nicht schwierig. Ich glaube, die deutsche Bundesliga ist eine sehr attraktive Liga wieder und das Prozedere vonstatten geht, da hat man nicht ganz genau einen Einblick. Aber das wurde ja geprägt in den letzten 10, 15 Jahren von 2 Spielern eigentlich, diese Wahl. Aber ich glaube auch für einen deutschen Spieler kann das in Zukunft sicher, wird es immer wieder eine Möglichkeit geben. Dafür. Wird es mit Wirtz und Musiala, wenn die nicht in Zukunft den Ballon d'Or ganz oben mitbestimmen, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn er wieder nur irgendwie Real Madrid PR, weil die auf einmal Bellingham und Vinicius zu den nächsten beiden Goals machen, PR, das alle blendet und die Medien blendet. Quark. Dann Klaus Bergmann für die DPA, bitte. Herr Kompany, bislang war es ja so, dass Sie immer so ein Spiel die Woche hatten. Es war jetzt noch nicht so richtig dieser Fluss drin. Jetzt kommen 6 Spiele innerhalb kürzester Zeit, bis wieder eine Pause ist. Für die Spieler ist es die Hölle. Ich freue mich so sehr, wenn ich jeden dritten Tag ein Bayern-Video machen kann. Dann besteht mein Leben aus Pressekonferenz angucken, Aufstellungsvideo machen, Spieltag und Spiel, am besten Spieler bewerten, dann ist vielleicht ein Tag Pause und dann geht der Rhythmus wieder von vorne los. Ich lieb's. Was bedeutet das für Sie oder für Ihre Arbeit? Wie froh sind Sie auch darüber? Sie haben gesagt, wir haben viele Spieler, ich will ja auch jeden spielen lassen. Was erwarten Sie von diesen kommenden Wochen? Welchen Plan haben Sie da? Ja, es geht nicht nur um jedes spielen lassen. Also Hauptsache ist, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Aber es ist schon so, dass ja, als Trainer bist du hier, weil du willst Pflichtspiele miterleben und gewinnen und erfolgreich sein. Und das gehört einfach dazu, wenn du in einem Top-Verein bist, dass du jede 3 Tage spielst. Also für mich ist das ganz normal und ich will auch einfach, dass wir in dieser Periode, unsere Leistung, unsere Spiel stärken und dass wir da ganz stark rauskommen. Es ist das erste Mal diese Saison, aber hoffentlich ist es bis Ende der Saison so. Jawohl. Dann hier rechts, Julian Buhl für T-Online, bitte.
Frage an den Coach. Wie planen Sie in den kommenden englischen Wochen jetzt gerade auch im zentralen Mittelfeld so, wird es da eine Rotation geben? Es soll ja, und das habe ich euch, Gott, wo habe ich euch das denn berichtet? Was haben wir jetzt in einem Stream besprochen? Oder habe ich es vielleicht gar nicht in einem Video im Endeffekt gesagt? Aber es soll jetzt ja die Zeit von Palinia anbrechen. Mit diesen vielen englischen Wochen wird in Zukunft mehr rotiert, mehr durchgewechselt und dann wird auch Palinia spielen. Das wird er uns bestimmt jetzt auch sagen. Und nach welchen Kriterien werden Sie da auch auswählen? Und eine konkrete Nachfrage, ist Joao Palinia ein Startelf-Kandidat und ja, was hat ihm dazu bislang auch noch gefehlt? Oh, das war spannend. Ja, jedes Spieler ist Startelf-Kandidat beim FC Bayern München und jetzt in diesem Moment geht es nur um das Spiel gegen Kiel. Es geht noch nicht so um eine Rotation. Wir werden sehen, wie wir durch das erste Spiel kommen. Das ist auch das Einzige, was jetzt wichtig ist. Aber danach wissen wir schon, dass wir ohne eine breite, starke Kader, dass wir vielleicht der eine oder der andere Ziel, dass es nicht so einfach ist. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder zur Verfügung steht und jeder bereit ist. Und ja, eigentlich mehr ist es nicht. Viele Spiele noch und schauen wir mal. Heiko Niederer, bitte wieder. Ja. Ich habe auch eine Frage an den Trainer. Holstein Kiel ist in Deutschland, glaube ich, einer der größten Außenseiter, die es in den letzten Jahren gab für den FC Bayern. Hat, glaube ich, ein 1/30 des Marktwertes vom FC Bayern. Das ist krass. Können Sie sich so ein bisschen reinversetzen in die Rolle von denen, weil Sie vielleicht mit Burnley auch in einer ähnlichen Rolle waren? Auf jeden Fall. Ich liebe diesen Mann, er ist so sympathisch. Ja, nein, ich habe letzte Saison jedes Spiel mitgemacht, wo du in der zweiten Liga die beste Mannschaft bist, die größte, alles gewinnt und ganz dominant jedes Spiel erlebt. Und dann kommst du in eine andere Liga gegen reichere Mannschaften mit sehr viel Talent. Aber das ist auch, davor machst du das auch. Du willst diese Spiele miterleben, du willst in diese Spiele kommen. Und ich kann mich schön vorstellen, dass die sich gefreut haben auf dieses Spiel. Aber für uns, wir werden jetzt keinen Unterschied machen zwischen, ob es jetzt Kiel oder Leverkusen ist. Für uns sind es alles wichtige Spiele. Und so wir haben auch mit ganz viel Respekt gearbeitet zu diesem Spiel. Wir kennen auch die Stärke und die Schwäche von den Gegnern, wie jede Woche. Und für uns ist einfach das Ziel, dass wir einfach wieder weiter einen Schritt machen zu unserer beste FC Bayern-Leistung. Ja, so muss das auch. So muss das auch. Und ich meine, natürlich offensichtlich, er kann nichts anderes sagen. Kann ich sagen, ja, das ist nur Kiel. Die Frühstücke mit links, so wie ich es gestern vielleicht in meiner Spieltagstipps-Prognose gesagt habe. Deswegen checkt es ab. Aber gute Worte. Bergmann wieder, ja. Sie waren beide noch nicht da. In Kiel hat der FC Bayern mal einen nicht so schönen Abend erlebt. Aber stimmt nicht, genau. Ich habe schon in Kiel gespielt. Nein, in Kiel bei dem Abend, wo der FC Bayern, ich möchte eigentlich auf das Spiel hinaus, wo der FC Bayern im Pokal ausgeschieden ist. Ach so, ja, ja. Da waren Sie beide nicht dabei. Nein, genau. Jetzt können für sich ja sagen, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wie glauben Sie, denken so Leute wie Manuel Neuer, wie Thomas Müller niemals an sowas zurück? Niemals. Wie gesagt, wir waren noch nicht dabei, aber ich komme noch dunkel an diese Erinnerung. Es war, glaube ich, im Winter ein Spiel und nicht so einfachen Bedingungen, war ein Cup-Spiel, war sicher ein ganz besonderes Spiel, auch für Holstein Kiel, aber jetzt ist Bundesliga und es ist schon Zeit her und unsere Jungs haben so viele Spiele immer wieder gemacht, wir wollen das Spiel einfach gewinnen und das will jeder Einzelne. Ich glaube, dass das nicht mehr so groß in den Köpfen drinnen sein wird. Das, ich weiß es noch genau, dieses Spiel. Ich habe das damals nicht gestreamt. Das war ganz am Anfang, als ich mit dem Streaming angefangen habe. Das wird ja wohl im Winter, also irgendwie Januar, Februar oder so, oder Ende des Jahres 2020, Anfang 2021 gewesen sein. Und ich weiß, ich habe dieses Spiel nicht gestreamt, weil ich das dann so normal geguckt habe, weil ich da jetzt noch nicht so ernst drin war, dass ich wirklich jedes Bayern-Spiel streame. Und ich sag es euch, Freunde, das wäre der erste Banger-Stream gewesen. Bayern verliert zweite Runde im Pokal im Elfmeterschießen auch noch gegen Holstein Kiel. Das wäre ein Hammer gewesen damals schon. Das wäre krass. Mario Krischl für den Kicker. Ja, Frage an den Trainer. Leon Goretzka war ja in den letzten Wochen oft genug Thema. Er ist jetzt noch hier. Wo siehst du ihn denn? Eher im zentralen Mittelfeld oder wie zuletzt im Testspiel gegen Zürich dann doch als Innenverteidiger? Ja, also es geht wieder jetzt um einzelne Spieler, aber für mich ist wichtig, genau, dass wir die Kader haben. Aber jetzt müssen wir ehrlich sagen, wir haben zwei Verletzte in die Verteidigung.
Das heißt, ob es jetzt Leon ist oder ein anderer, das ist normal, dass ich jemand zurück in diese Position holen muss. Und es ist auch besser, wenn man das ein bisschen geübt hat, falls was passiert. Aber wichtig ist, insgesamt gucken wir so auf die Karte, dass jeder eine Chance bekommt. Oder vom Kopf her, vom Einstellung ist es so. Und jeder soll sich einfach in die Mannschaft kämpfen. Das ist eigentlich, das wird das Thema sein für jeder. Aber viele Spiele, deswegen bin ich schon überzeugt, dass wir einen brauchen. Ich glaube, wir haben noch 3 bis 4 Fragen. Ist es ja, sagte richtig. Ich meine, es fehlen Stanisic und Hiroki Ito, beide für die Innenverteidigung. Goretzka hat es letztes Jahr auch schon mal als Notnagel, sage ich mal, die Innenverteidigung gespielt. Das wird er jetzt auch wieder machen. Kein Problem, das wird laufen. Vincent Schirpke wieder in der Mitte, bitte. Auch nochmal eine Frage an Vincent Kompany. Geht leider auch um einen einzelnen Spieler, aber ist hoffentlich eine ganz erfreuliche. Alex Pavlovic hat jetzt in der Länderspielpause sein Pflichtspieldebüt für Deutschland gefeiert, sein erstes Tor erzielt. Unter Ihnen bislang auch sehr viel gespielt. Können Sie mal beschreiben, was ihn so stark macht und vielleicht auch, er ist ein sehr junger Spieler, was seine Stärken sind, obwohl er noch so jung ist? Yeah, I will do one traditional answer in English. Einmal traditional, eine Antwort in Englisch. Sure, I get it. But so I still practice my English sometimes as well. Damit er immer noch ein bisschen Englisch üben kann. No, ne, hier mal die Live-Übersetzung für euch. In the end, with Pavlo, it's... Pavlo... You know, he's... I'm always careful to say young player because having been in that position myself, when you're a young player, you don't want to be called a young player, you know, because you're competing with everybody else and you want to be judged on merit. But he's definitely a player that is making progress every day and that has great potential. We spoke about Jamal Musiala and what he represents for Germany. You know, he's one of those German players that will be really important. Pavlovic auch einer von diesen deutschen Spielern. In the future for the country, but the biggest thing for me is deutsche Nationalmannschaft noch eine große Rolle spielen in der Zukunft, aber für ihn ist to stay close to every performance, every training session and positively encourage him to bring the best he can do. Positiv ermutigen, das Beste auf den Platz zu bringen. In the end, the luxury we have to work for a club like Bayern München, we keep seeing those talents and working with those talents. So it's a very exciting squad to work with. Sehr, ja, eine sehr spannende Mannschaft hat mit vielen spannenden Spielern. And he's one of those players that makes it exciting, of course. Einer von den Spielern, die es aufregend machen. Klaus Bergmann. Herr Kompany, haben Sie die Länderspiele geschaut? Also haben Sie Deutschland angeschaut oder wie verbringen Sie jetzt solche Nations League Abende? Haben Sie eher, dass Sie ein anderes Spiel sich anschauen? Ich habe sehr, sehr viel Fußball geschaut, aber wenig Länderspiele. Aber das hatte auch zu tun mit Internet bei mir zu Hause und alle andere Sachen. Das hört sich blöd an, aber wenn man umzieht, dann läuft noch manchmal was falsch. Ey, aber so sonst, ein sympathischer Kerl. Es ist für mich ganz wichtig in die Länderpause, dass wir einen Rückblick machen auf was wir gesehen haben bis jetzt. Das ist bei mir auch Tradition, dass wir auch gucken, auf was wir machen wollen in die nächste, nicht nur nächste Spiel, aber nächste 6 Spiele. Bis zum nächsten Länderpause und da kommt einfach sehr viel Zeit rein. Und dann letztendlich noch natürlich das Wichtigste, das ist die Vorbereitung für das Kiel-Spiel. Ein paar Spiele habe ich gesehen, aber nicht jetzt, dass ich jedes Spiel angeschaut habe. Die Frage daraus wäre gewesen, Joshua Kimmich hat zweimal wieder rechts gespielt, in der Nationalmannschaft spielt er ja weiterhin rechts. Dem Eindruck, den alle hatten, auch sehr gut. Beeinflusst sowas nochmal Ihre Denkweise, wo Sie ihn doch am liebsten spielen lassen wollen? Oder ist das, was in der Nationalmannschaft passiert, unerheblich? Ich werde keine Sekunde beeinflusst bei was passiert in der Nationalmannschaft. Richtig, sonst habe ich richtig 20 neue Einflüsse jede Interland. Aber Sie sprechen über die Position von Kimmich. Das ist einfach, ich sehe das als Lösung. Was er alles machen kann, was er taktisch versteht und machen kann. Das ist auch der Grund, warum er so ein Top-Spieler geworden ist. Man darf das nicht vergessen. Und wenn man immer so in einen Box reinmachen will, was wir eigentlich vielleicht wegnehmen, ist, was die größte Stärke ist von einem Spieler. Es gibt fast keine Spieler, die das machen können. Also
aus diesem Gespräch sehe ich nur eine Lösung, nur was Positives für seine Zukunft und für was wir machen können in einem Spiel. Und ich kann mich schon vorstellen, dass jeder Trainer so gedacht hat über Jo. Aber am besten ist, er hat selber gesagt, es ist kein Thema. Ja, sauber. Gesagt, ja, genau. Ja. Ihr beiden hier vorne noch, Torben Hoffmann nochmal und dann Stefan, oder wechsel euch ab, ja. Du hast den Gegner angesprochen, Stärken und Schwächen. Beschreib doch mal ein bisschen, wo siehst du die Stärken und möglicherweise auch Schwächen von Holstein? Flexibel am Ball, sehr flexibel. Und ja, wie gesagt, letzte Saison war nicht schön dominant natürlich. Und das bleibt immer ein bisschen drin, wenn du auch auf einem Niveau höher spielst. Und aggressiv, zweikampfstark. Manchmal auch die gegen den Ball kompakt ist, organisiert. Die haben auch gute Triggers, damit die ins Pressing kommen. Und, aber das ist auch, was man erwartet. Es ist die erste Bundesliga, das heißt, die sind hier wegen... Weil sie zu den Besten gehören, zu den besten 18 Teams in Deutschland. Weil die gute Arbeit gemacht haben. Und wir haben dieses Spiel vorbereitet mit ganz viel Respekt für die Gegner. Aber letztendlich haben wir auch immer das gleiche Ziel. Wir wollen immer jedes Spiel gewinnen. Jawohl. Dann Stefan Kumberger nochmal zum Abschluss. Herr Freund, vieles dreht sich ja auch um Paul Wanner. Wie beobachten Sie ihn aus der Ferne? Wie oft ist da vielleicht auch ein Austausch zwischen dem FC Bayern und ihm da? Und für Sie als Österreicher muss ich natürlich fragen, Österreich oder Deutschland, wo soll er spielen? Ja, das ist natürlich seine Entscheidung. Das ist natürlich seine Entscheidung. Ich als Österreicher hätte nichts dagegen, wenn er für Österreich spielt. Also ein richtig guter Spieler. Er hat natürlich auch einen Österreich-Bezug, aber ich glaube, das muss der Paul für sich selber entscheiden. Der Paul. Das hat er jetzt auch gesagt. Das ist eine Entscheidung, da kann er nicht dann wieder hin und her switchen. Es muss sein Gefühl sein, sein Herz sagen, für wen er dann spielt. Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Entscheidung. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wir verfolgen ihn und auch die anderen Lehrspieler sehr, sehr eng. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir sind öfter mit ihm im Austausch. Er hat jetzt einen super Saisonstart gehabt. Ich glaube, es ist einfach ein perfekter Verein für ihn, auch das Umfeld, auch wie dort gearbeitet wird. Das glaube ich aber auch. Ich glaube, Heidenheim wirklich Nagel auf den Kopf getroffen, perfekter Deckel für den Topf oder so. Das ist ein richtig, richtig gutes Match mit Paul Wanner bei Heidenheim. Auf was da Wert gelegt wird. Und jetzt gilt es, das einfach immer wieder zu bestätigen. Es hat einen Schritt gemacht von der zweiten in die erste Bundesliga. Und wir freuen uns sehr, dass das jetzt so gut gestartet ist für den Paul und verfolgen ihn weiterhin. Sehr, sehr eng, weil wir viel vorhaben mit ihm in Zukunft. Jo, vielen Dank euch. Danke hier oben auf dem Podium. Dann sehen wir uns morgen. Übrigens an der Stelle, Freunde, ich hoffe, ihr habt es alle auf dem Schirm. Aber ich kann es leider nicht streamen, das Spiel. Aber heute Abend, also beziehungsweise am Freitag, Dortmund gegen Heidenheim. Und ihr habt es gerade schon beim Kicker hier gesehen. Harte Schule. Paul Wanner direkt, zack, hier auf der Homepage für die Startseite der Bundesliga. Hier direkt auch nochmal. Also da geht's ab. Paul Wanner wird hier auch wieder in der Startelf spielen. Dortmund ist der erste richtig gute Gegner für die Heidenheimer, nachdem sie jetzt in der Liga gegen Pauli gestartet sind und dann gegen Augsburg gespielt haben. Ich bin sehr gespannt natürlich, was der junge Mann hier zeigen kann, und Freunde, an der Stelle dann natürlich der Hinweis, ne? Wenn ihr jetzt noch Unterhaltung braucht von Liga 2004, ne, dann checkt gerne eins von diesen beiden Videos ab, tendenziell auch sehr, sehr gerne beide, und vergesst natürlich nicht, Samstag ab 17.30 Uhr live, Holstein Kiel gegen den FC Bayern München. Samstagabend Topspiel. Würde mich freuen, wenn ihr alle einschaltet, Freunde. Ich habe richtig Bock, den letzten Stream von hier zu Hause, bevor es dann eben in die Barcelona-Urlaub geht, bevor es dann die Streams aus Barcelona geben wird, Freunde. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die anderen Videos oder den Stream jetzt schon mal ab, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, um nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal, haut rein, ciao, ciao.